Yo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Solo-Queue Guides. Das Thema dieser Folge wird sein, wie steige ich in der Elo auf und an welche Punkte sollte ich mich halten. Der erste Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist, spielt eine konsistente Rolle. Das heißt, wenn ihr Toplaner und Supporter seid, dann bleibt bei Toplane und Support und wechselt nicht ständig eure Rollen. Es gibt super viele Spieler, die sagen, sie sind Toplane, dann haben sie einen Midlaner, der 08 läuft und dann sagen, ja, hey, mit so einem Midlaner kann ich nicht carryen, ich selber muss jetzt Midlaner gehen und Midlane carryen und zack dann ebenfalls total rein, weil es ja gar nicht meine Rolle ist. Das heißt, fokussiert euch auf eure Rollen. Der zweite Punkt hierzu ist, dass ihr euch auf einfache Champions begrenzen solltet. Ihr solltet nicht, gerade wenn ihr ein Lower-Elo seid, das heißt Bronze, Silber, Gold irgendwo in dieser Richtung, solltet ihr nicht anfangen, so Champions wie Azir, Lee Sin, Syndra oder Urgott oder so ein Zeug spielen, sondern fokussiert euch lieber auf Champions, die sehr, sehr einfach zu spielen sind und mit denen man nicht großartig Skillshots verfehlen kann oder irgendwelche mechanischen Plays liefern muss. Warum sollte man mit Azir einen Shuffle machen können, um danach immer noch das Ziel nicht gekillt zu haben, wenn man einfach mit Diana eine QRR-Kombo machen könnte und das Ziel töten? Natürlich könnt ihr euch für eure Main-Roll, das heißt, wenn ihr zum Beispiel Midlaner seid, natürlich auch so ein paar trickige Champions raussuchen, die vielleicht auch ein bisschen schwerer sind, aber gerade für eure Second Roll solltet ihr absolut stabile Picks nehmen, ja, das heißt, wenn ihr eure Second Roll Top Lane ist, dann fangt nicht an mit Fiora oder irgendwie sowas, sondern spielt einfach ganz stumpf irgendwelche Tanks, mit denen man nichts falsch machen kann. Genauso im Jungle, fangt nicht an Evelynn oder Kha'Zix zu junglen, sondern, oder Rengar oder irgendwie sowas, sondern spielt einfach so einen einfachen Pick wie Amumu, mit dem man wirklich nichts falsch machen kann und extrem viel CC hat, auch wenn man 0-8 steht. Bleibt also bei euren Rollen und wechselt nicht ständig durch. Bei der Champ-Wahl ist es ebenfalls wichtig, dass eure Champions bestrafend wirken. Das bedeutet, dass ihr einen Champion nehmt, der Gegner dafür bestrafen kann, falls er einen Fehler macht. Denn in Low-Elo, und dazu zählt Diamond 5 definitiv auch, werden permanent überall Fehler gemacht. Und ihr müsst in der Lage sein, den Gegner dafür zu bestrafen. Sollte ein Fizz zum Beispiel sein E benutzen, was ja sein Escape-Spell ist, müsst ihr in der Lage sein, dies auszunutzen und ihn dafür bestrafen, indem ihr ihm zum Beispiel zusätzlichen Schaden gibt, ihn outtradet oder ihn sogar tötet. Seid ihr beispielsweise im schlimmsten Fall ein Nasus, könnt ihr nichts machen. Ihr farmt, ihr seid gar nicht daran interessiert, den Gegner zu bestrafen. Ihr farmt einfach die ganze Zeit ab, was eher uneffektiv ist. Weil selbst wenn ihr Goldspieler seid und der Gegner ist Bronze, ist es am Anfang euch eher interessiert, dass ihr farmt, anstatt den Gegner zu töten. Obwohl ihr es vielleicht könntet. Natürlich kann man mit Nasus auch Kills machen, aber jetzt nicht zum Beispiel wie mit einem Rengar, der einen direkt mit Level 2 auseinander nimmt. Dasselbe zum Beispiel für die Botlane, das wird immer wieder gesagt. Ich hasse Janna-Supporter. Janna-Supporter, ich liebe den Champion Janna. Janna ist cool. Janna kann aber nichts ausnutzen. Steht der gegnerische AD Carry out of position? Janna kann nichts machen. Ist der gegnerische Support out of position? Janna kann nichts machen. Könnten wir die Gegner jetzt vielleicht töten? Janna kann vielleicht ein bisschen poken. Aber Tobi, ja, Janna ist jetzt nicht bad. Sie kann schilden und so ein Insect-Ulti und so. Ja, aber was ich meine. Steht der gegnerische AD Carry out of position? Blitzcrank Grab, tot. Gewonnen. Steht der gegnerische Support out of position? Leona, engage, Support, tot. Stehen beide out of position? Morgana, engage, beide tot. 40. Minute. AD Carry geht nach vorne, will Q-Poke machen. Thrash, Grab, Gegner, tot. Game gewonnen. Spielt also Champions, die Impact haben, die nicht zu Late Game lastig sind. Natürlich ist ein bisschen Late Game immer gut, aber sie sollten nicht pur Late Game lastig sein. Natürlich sollte es auch nicht pur Early Game sein, es sollte halt so eine Mischung aus allem sein. Ihr habt nun euren kleinen Champ Pool, auf den ihr euch fixiert habt, und für diesen Champ Pool geht es nun, informiert euch, was für Runen braucht ihr, was für Masteries braucht ihr, was für Items braucht ihr, in welcher Reihenfolge werden die Items gebaut, was für Tricks gibt es. Informiert euch, sucht alles raus, was es gibt, und schaut euch das alles an. Es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden zu sehen, der 1 Million Champion-Punkte auf dem Champion hat und ihn einfach falsch spielt. Und diese Leute gibt's. Und treffe ich immer wieder. Und ich könnte dabei weinen. Seid offen für Verbesserung und lernt aus eigenen Fehlern. Wenn ihr Bronze, Silber, Gold oder sogar Diamond wie ich seid, dann ist immer noch Luft nach oben, weil sonst werdet ihr ja Challenger. Das heißt, es gibt immer noch Fehler, die ihr macht. Seht euch selbst also nicht als die Person, die schon ganz oben angekommen ist, weil da seid ihr eben nicht. Seid also offen für Verbesserung und lernt aus vor allem eigenen Fehlern. Bei mir zum Beispiel gab es einige eigene Fehler, wo ich gesagt habe, ich warde zu wenig, das mache ich mittlerweile deutlich mehr. Ich greede zu viel, vor allem nachdem ich den Gegner gekillt habe und werde dann meistens vom Jungle abgeholt. Ich porte an Stellen zurück, an denen es unsicher ist und sterbe dann. Und so hat jeder seine eigenen Fehler und man muss analysieren, was denn das für Fehler sind, um dann auch aus diesen Fehlern auch lernen zu können. Sucht euch die schwächste Phase. Seid ihr stark im Early Game oder sackt ihr im Late Game? Sucht raus, was eure Fehler sind und analysiert eure Fehler. Als nächstes, flamet niemals eure Teammates. Niemals. Es bringt nichts, eure Teammates zu flamen. Das heißt, wenn ihr Midlaner seid und euer Jungler in die Mitte kommt und ganken will und er ist verkackt oder weiß was ich sogar, vielleicht der bestirbt, dann schreibt ihm das nicht, es passiert, ihr könnt eh nichts mehr daran ändern. Ja, es ist passiert, ihr könnt nicht mehr daran ändern. Und wenn ihr erstmal anfangt zu schreiben und ihm zu flamen und sowas, dann wird er euch nur noch euren Blue Buff klauen. Er wird nicht mehr ganken, die Teammoral wird zerstört und es wird im Prinzip einfach kein gutes Spiel mehr dabei rumkommen. Oft ist es auch so, dass man dann sich die ganze Zeit da rumtippt und tippt und dann
unaufmerksam ist und dabei auch ebenfalls gecatcht wird und so Geschichten passieren dann. Fangt niemals an zu flamen, niemals. Es bringt einfach gar nichts. Wenn es euch beruhigt, ihr könnt flamen, sobald das Spiel vorbei ist und auf jeden Fall verloren ist, dann am Ende könnt ihr alles rauslassen und euch frei reden und euch von der Seele flamen. Dann ist es in Ordnung, aber nicht vorher. Wenn ihr zum Beispiel auf der Toplane zu hart pusht und dann gegankt werdet, dann ist das nicht der Fehler eures Junglers, der nicht da war, sondern euer Fehler, weil ihr zu hart gepusht habt, ohne in diesem Moment in der Lage gewesen zu sein, so hart pushen zu können. Solltet ihr in der Midlane gegankt werden und dort sterben, dann habt ihr ebenfalls zu wenig Vision gehabt in diesem Moment und es ist eure Schuld und nicht die Schuld eures Junglers. Natürlich kann sowas, gerade wenn man gecampt wird, sehr, sehr frustrierend sein, aber es bringt nichts, euren Jungler zu flamen. Ihr könnt ihn natürlich gerne fragen, so sagt ihr so Sachen, hey, please gank und so Geschichten. Bleibt dabei aber immer freundlich und nett und dann ist auch die Chance, dass ihr einen Gank kriegt, viel, viel höher. Vor allem, wenn ihr merkt, dass ihr gecampt werdet, dann dürft ihr nicht ständig rausgehen und traden. Wenn ihr gecampt werdet, dann bleibt ihr einfach am Turm. Dann müsst ihr defensiv spielen. Dann gibt es keine andere Möglichkeit in diesem Spiel, als defensiv zu spielen. Es gibt Leute, die beschweren sich, dass sie gecampt werden und gehen immer wieder raus zum Trade und werden gegankt und sterben. Dann ist das euer Fehler, weil ihr in diesem Moment nicht in der Lage seid, da rauszugehen. Der nächste Punkt ist, lernt euch carryen zu lassen. Ab und zu hat man wirklich so ein Team, wo man sagt, ja, hey, das Team ist gut, aber zum Beispiel die Botlane zackt. Und die Botlane zackt und schreibt dann direkt schon, nachdem es 0-4 steht oder so, Game is lost, Bot is lost, I'm done oder irgendwelche solche Geschichten und hören auf. Obwohl die Toplane vielleicht sogar 5-0 steht und sogar die Midlane 5-0 steht und solche Situationen hatte ich wirklich schon gehabt. Der Botlane bzw. dem AD Carry vor allem war es dann immer so, ist dann aber auch wirklich alles komplett scheißegal gewesen. Die Motivation war weg, die Lust sich überhaupt carryen zu lassen war weg, die Lust aufs Spiel war weg. Man ist einfach nur noch reingegangen und ist gestorben. Das heißt, wir haben hier zwei Sachen. Die eine Sache ist die Motivation immer noch weiterzumachen. Das heißt, wenn man wirklich mal ein schlechtes Game hat und 0-1, 0-2 oder 0-3 steht oder so Geschichten, versucht es zu begrenzen, dass ihr wirklich absolut safe spielt und eurem Team die Möglichkeit gibt, euch zu carryen. Es gibt diese Teams, auch wenn ihr euch das jetzt nicht eingestehen möchtet, es gibt diese Games, wo euer Team euch carryt. Und dann macht es euren Team nicht schwerer, indem ihr euch selbst noch schwerer zum Ballast macht, sondern versucht möglichst leicht zu werden, damit euer Team euch mitnehmen kann. Versucht nicht oft zu sterben, versucht tanky zu gehen, falls es möglich ist, versucht defensiv zu spielen, versucht nützlich zu sein, versucht nicht aufzugeben, versucht nicht zu tilten, versucht einfach weiter das Spiel nach vorne zu treiben. Akzeptiert, dass ihr gecarried werdet und lasst euch carryen. Ich habe schon so viele Teammates getroffen, man kann sie schon gar nicht mehr Teammates nennen, die dann einfach sagen, ja, hey, ich splitpushe jetzt einfach Toplane, ihr seid mir scheißegal, weil ihr kommt nicht auf euer Leben klar und obwohl diese Person 0-8 steht, meinen sie, sie müsste irgendwie Radau machen und irgendwie was machen, anstatt dass sie sich einfach carryen lässt, weil das Spiel wirklich gewinnbar war. Stattdessen trollt diese Person, weil sie am Tilten ist, sie geht alleine irgendwo die ganze Zeit splitpushen, spielt die ganze Zeit aggressiv, sie sagt, ja, hey, ich gehe jetzt Toplane, einfach permanent Toplane und entweder ihr macht was draus oder eben nicht. Versucht keine Last für euer Team zu sein, versucht euch carryen zu lassen, wenn es denn möglich ist. Wenn es mal gerade mit dem Game nicht so richtig läuft, dann gönnt euch eine Pause. Jeder hat diese Phasen, wo er mal richtig viele Spiele in Folge gewinnt oder sogar verliert im schlimmsten Fall. Solltet ihr so eine Phase haben, wo ihr wirklich 3, 4, 5, 6, 7 oder sogar mehr Spiele in Folge verliert, dann gönnt euch eine Pause und tiltet nicht die ganze Zeit rein. Wenn ihr immer weiter spielt und dabei verliert, dann verliert ihr an Konzentration, erregt euch immer weiter auf, ihr flamet die Teammates mehr, werdet salzig, euer Salzgehalt nimmt astronomische Werte an und ihr regt euch schon sofort auf, sollte euer Team direkt nach 3 Minuten sterben oder ihr selber auf der Toplane sterben, obwohl ihr sonst ein Auge zugedrückt hättet. Gönnt euch also ruhig mal eine kleine Pause, spielt normal, guckt euch eine Serie an, geht nach draußen, geht Hausaufgaben machen, was weiß ich. Also ich für meinen Teil habe es damals sogar so gemacht, dass ich immer, wenn ich eine Runde verliere, ich irgendwie was für die Berufsschule gemacht habe oder irgendwelche Sachen im Haus oder irgendwas, was gerade noch da lag, um mich einfach kurz zu beschäftigen, um kurz mal wieder runterzukommen, um einfach mal so als kleine Strafe, hey Tobi, du darfst das Game jetzt nicht verlieren, sonst musst du gleich wieder Hausaufgaben machen. Das heißt, motiviert euch, versucht zu gewinnen, sodass ihr nicht diese Hausaufgabenzwang machen müssen, tut haben werden, tut werden sollen, Auto. Aber manchmal ist es wirklich so, da habe ich gesagt, ja, hey, okay, ich bin jetzt gedroppt, ja, ich war auf Diamond, keine Ahnung, oder ich war sogar Diamond 5, glaube ich, ja, bin dann auf Platin 1 gedroppt, also ich habe 6, 7, 8 Spiele in Folge verloren, bin auf Platin 1 gedroppt und habe mir gesagt, so, was machst du jetzt, gehst du jetzt irgendwie raus, und das war eine Scheißentscheidung, gehst du jetzt raus oder zockst jetzt weiter, und ich habe mir gedacht, ja, hey, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit heute Abend, wenn ich jetzt die nächsten Spiele gewinne, dann kann ich wieder Diamond 5 werden. Hab weitergezockt und bin im Endeffekt bei Platin 2 rausgekommen. Also da hat sich so gar nicht gelohnt, da hätte ich die Zeit definitiv anders nutzen können und hätte weniger Tilt gehabt. Natürlich kann es so oder so laufen, aber nehmt euch zwischendurch ruhig eine Runde Pause. Wärmt euch immer auf. Bevor ihr ein Ranked Game spielt, solltet ihr immer euch aufwärmen. Bei mir ist es ebenfalls so, wenn ich streame, wärme ich mich mit dem Smurf Game auf, das ist halt dann nicht ganz so direkt meine Elo, aber wärmt euch immer auf, zumindest mit einem Normal Game. Ich merke das immer ganz krass, wenn ich direkt einen Rank starten würde,
dann zack ich einfach richtig hart rein. Meine Reflekte, ja, Reflekte, die sind nicht ganz on top. Meine Mechanics, mein Dodgen, das alles, das ist einfach nicht so richtig. Ich bin noch nicht so richtig fokussiert, hab vielleicht noch nicht den Ernst der Lage verstanden und spiele einfach insgesamt deutlich schlechter. Das heißt, spielt euch erst warm, macht normal, spielt mit Kumpels oder was weiß ich, was ihr macht, aber spielt nicht direkt ranked. Und der letzte Punkt. Spielt nicht First Time irgendwelche Champions im Ranked, sonst schlage ich euch. Ich hasse solche Leute. Und schon gar nicht, wenn ihr 4 Wochen nicht mehr gespielt habt, geht nicht direkt ins Ranked. Diese Leute hasse ich und diese gibt's. Danke, tschüss. Ja, in diesem Sinne hoffe, da waren einige Tipps dabei, die euch geholfen haben. Ich hoffe, ihr könnt das nutzen, um ein bisschen Elo zu claimen. Zu claimen, ich wollte gain und claimen sagen, zu claimen. Und verabschiede mich hiervon und haut rein, macht weiter, tschüss und. Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Solo Queue Guides. Heute im Thema das Roaming. Was bedeutet also Roamen? Roamen bedeutet 1 zu 1 übersetzt das Herumwandern oder Herumschlendern. Für uns in LoL bedeutet das, dass wir während der Laning Phase unsere Lane verlassen, mit der Absicht, eine andere Lane zu ganken und dort einen Kill zu erzielen. Grundsätzlich würde